Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute bei mir eingetroffen die Luxury Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Luxury Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Luxury Box Team, denn so bekomme ich alle 3 Monate einen sehr luxuriösen Einblick in die Beauty-Welt. Sie kostet zwischen 39,95 und 49,95, je nachdem welche Abo-Form man wählt, soll aber einen Warenwert von durchschnittlich 50 Euro haben oder mindestens 50 Euro, irgendwie so den Dreh. Und ich habe ja, da es eine Kooperation ist, immer ein Flyer mit dabei und ich darf eine Box in diesem Video an einen von euch verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, Mensch, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Und ja, das ist der Flyer. Und den lese ich mal kurz vor. Liebe Claudia, das bin ich. Die goldene Jahreszeit rückt immer näher. Die dicken Pullover, läuft, können rausgeholt werden. Und der heiße Kakao wärmt von innen. Der Inhalt dieser Luxury Box begleitet dich durch die nächsten 3 Monate und versüßt dir die kalte Jahreszeit. Wir wünschen dir viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken. Laura vom Luxury Box Team. Ja, liebe Laura, das finde ich sehr lieb. Ja, tatsächlich. Also es ist jetzt sehr, sehr kalt geworden. Ich habe hier auch die Party-Light-Kerze an. Im Wohnzimmer, Esszimmer, überall habe ich auch Kerzen stehen. Und wir machen heute Abend auch den Kamin tatsächlich an. Einfach, um es ein bisschen gemütlicher zu haben. Und da bin ich sehr gespannt, wie ihr uns jetzt in der kalten Jahreszeit verwöhnen möchtet. Die Luxury Box ist in einem schönen, quadratisch praktisch gut Format. Und hier haben wir tatsächlich das Seitenschleifchen einmal außen drum zu, haben dafür aber wirklich ein sehr großes, langes Seitenschleifchen. Und das öffnen wir jetzt mal. Das wird übrigens, also die Luxury Box, ne, ist in der Kooperation mit Cosmopolitan. Das heißt, du bekommst auch zu jeder Ausgabe der Luxury Box 3 E-Paper von der Cosmopolitan mit dabei. Und das kannst du ganz einfach in der Cosmopolitan App einlösen. Und dann ja, hast du die dann als E-Paper. Finde ich auch ganz cool. Genau, so schaut die aus. Ist immer sehr klassisch vom Design her, dieses schwarz-weiße und dann halt dieses geschriebene Luxury Box, finde ich auch sehr, sehr edel in Gold, ne? Mag ich gerne leiden. So, Sammy sitzt neben mir und der möchte natürlich jetzt einen Schmacko haben, den haben wir jetzt gerade erst im Paket von der lieben Nathalie bekommen. Da kommt da jetzt ein Leckerli, ne? Der kriegt ja nichts vom Tisch, aber vom Schminktisch kriegt er was. Und hier haben wir dann einmal, jo, wie das Ganze aussieht, wenn man den Deckel entfernt hat. Wir haben ein Seidenpapier und dann steht auf dem Klebi viel Luxury. Also diese Box entführt einen auch tatsächlich so ein bisschen in diese etwas luxuriösere Welt. Wir haben hier hochpreisigere Produkte drin, als wir das sonst so kennen. Und ja, dann lassen wir uns mal luxuriös verwöhnen. Die Luxury Box gehört auch mit zu den Boxen, die ich am allerliebsten mag. Ja, muss ich sagen. Ne? Finde ich nämlich sehr, sehr schön und ansprechend vom Inhalt her. Man muss aber den Preis bedenken tatsächlich. Ne? So schaut das dann aus, wenn ich das Seidenpapier immer gelöst habe. Und hier haben wir dann tatsächlich das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit den Produkten und den Preisen und Informationen zu den Produkten. Und hier, ja, sehen wir erstmal Krüffelpapier. Das erste, was ich hier rausnehme, ist von Maria Galant Paris 640 Lift Expert Serum. 15 Milliliter sind hier enthalten. Okay, wenn wir so Serien drin haben, dann gehen bei mir direkt so diese Glocken an. Das ist teuer, das ist hochpreisig, das mag ich. Also einerseits mag ich das, wenn ich Produkte drin habe, die ich lieben lerne, die ich mir dann auch nachkaufen kann, sprich, dass die dann auch bezahlbar sind. Auf der anderen Seite stehe ich voll drauf, halt auch mal so Knallerprodukte schon zu haben. Und ja. Das schaut echt unscheinbar aus, oder? Einfach so ein Tübchen, was man sich nach dem Toner und vor der Gesichtscreme dann ja ganz normal aufs Gesicht geben wird. Lifting Serum mit Sofort-Effekt. Morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und einmassieren. Ja, das soll die Haut entsprechend liften. Also an die Falten, Sammy, ne? Da muss man auch immer mal wieder dran denken, dass man sowas auch vielleicht mal braucht. Dann haben wir hier etwas drin von Eli Saab oder Eli Saab. Le Parfum Royal. Das ist dieses Produkt und hier hinten steht Bracelet drauf. Also wird hier ein Armband drin sein. Das finde ich ein bisschen witzig. Ich hatte letztens, als ich bei Douglas bestellt habe, auch zweimal tatsächlich auch so eine Goodiebox mit dazu bekommen. Und ich glaube, dass das tatsächlich da sogar drin war. Deswegen gucke ich mir das einmal von nahem an. Vielleicht ist es ja auch ein anderes Handy, ne? Ich
ich muss gestehen, dass ich auch nicht so der Ultra-Armbandträger bin. Also eine Armbanduhr, ja, trage ich sehr gerne. Aber auch die jetzt nicht so unbedingt eigentlich zum Filmen oder wenn ich mich schminke oder so. Aber auf der Arbeit halt, ne? Dass man immer mal wieder auch in Terminen gucken kann, wie spät es ist und so. Übrigens haben wir es jetzt gerade 14:45 ungefähr. Davor steht aber auch eine große Uhr. Und heute ist der 10.10.2020. Okay. Super informativ für euch, muss ich schon sagen. Ja, das ist das Armband, was ich tatsächlich schon da habe. Also ich finde es wirklich schön. Es ist so ein dehnbares Armband in so einem Gold. Ich bin echt gespannt, was das wert ist, weil ich mir da selber auch gar nicht so sicher war, als ich zum Beispiel für Douglas das ausgepackt hatte, ne? Also für mein Douglas Hall. Da hatte ich das, ich weiß gar nicht, auf 20 Euro geschätzt oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Genau, ja, aber finde ich ganz schön eigentlich. Ich mag mittlerweile auch sehr gerne Goldschmuck und spätestens seitdem ich mit Cora Zul auch zusammengearbeitet habe in der Kooperation und da dann auch wirklich sehr gerne im Sommer diesen Goldschmuck getragen habe, weil das halt auch sehr zu mir passte irgendwie. Keine Ahnung. Aber das hier ist ein Produkt, was ich gerne dann demnächst in einen Adventskalender geben werde und weitergeben werde, weil wie gesagt, ich bin nicht so der Armband-Fan. Ja, aber es ist ganz schön, finde ich, ne? Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, was das wert ist. Da gucke ich mal kurz. Jetzt sehe ich natürlich die ganzen Produkte. 30 Euro ist das wert. Holla die Waldfee. Als nächstes Produkt haben wir etwas von der Marke iPlus in Berlin. Die finden wir immer mal wieder in den Boxen vertreten. Das ist Age Plus Lifting Boost, Immortelle und Hyaluron sind hier enthalten. Das sind 30 Milliliter in diesem Produkt. Ich weiß nicht, ist das ein Serum oder ist das eine Creme? Lifting Boost hört sich ja eigentlich eher nach Serum an. Das wäre dann quasi das zweite Serum. Ja, hier steht es auch drauf. Natürliches Botox. Das leichte Serum unterstützt die Spannkraft der Haut mit hochkonzentrierten pflanzlichen Wirkstoffen und erhöht das Feuchtigkeitsniveau. Fältchen und Linien werden gemildert durch Hyaluron, weißen Hibiskus und Immortelle in bester Bioqualität. Ja. Vor der Gesichtscreme oder als alleinige Pflege kannst du das verwenden. Und das wäre jetzt das zweite Serum, aber man kann es auch als alleinige Pflege verwenden. Deswegen ist es dann auch schon wieder okay, finde ich, ne? Ja, und dann hast du hier so einen Pumpspender. Also gefällt mir auf jeden Fall vom Produkt her, ne? Okay, das nächste Produkt werde ich leider weitergeben müssen. Und zwar ist das von York OB, die Peel-Off-Maske mit 100 Millilitern. Ja, Peel-Off-Masken vertrage ich leider nicht so gut, weil bei meiner sensiblen Haut tut es einfach viel zu sehr weh und ich möchte mir nicht wehtun, wenn ich mir eine Maske drauf mache, um ehrlich zu sein. Ja, leider. Und leider möchte ich mir nicht wehtun, ist gut, ne? Und hier haben wir das Produkt dann drin. Hä, hier ist noch irgendwas drin, okay. Also das ist auf jeden Fall hier einmal die Maske. Schön ist es auf jeden Fall, dass es eine 100 Milliliter Tube ist. Sprich, du hast da natürlich sehr, sehr viele Anwendungen von. Und dann haben wir hier noch etwas mit dabei und zwar White Tea Balancing Cream mit 4,5 Millilitern. Ich denke, dass man das dann einfach verwenden kann, nachdem man sich die Maske aufgetragen hat. Einfach, um dann nochmal so eine Balance reinzubringen für die Haut, damit alles ein bisschen wieder gechillter wird. Ja. Und wir haben einen Beipackzettel, das heißt, es ist ein teures Produkt. Das ist so die Claudi-Theorie. Wenn du einen Beipackzettel Beiprodukt mit dabei hast, dann ist es garantiert teuer. Aber es hört hier natürlich noch nicht auf. Dr. Barbour Pro AHA Peeling Overnight. Oha. 15 Milliliter sind hier enthalten. Ja, vor Fruchtsäure-Peelings habe ich tatsächlich immer so ein bisschen Angst, weil auch hier wieder sensible Haut. Vorsicht bei sowas. Auch wenn ihr mir immer wieder in die Kommentare schreibt, probier es aus. Ist auch bei sensibler Haut gut geeignet. Ich habe da echt Schiss vor, Leute, ne? Da, echt Schiss. Bei regelmäßiger Anwendung zeigt sich das Hautbild zunehmend reiner, verfeinert und ebenmäßiger. Für einen sichtbar rosigen Teint am Morgen. Ja, es ist ein Säurepeeling, Leute, ne? Nein, Angst. Okay, hier ist, hier sind noch zwei interessante Produkte drin. Und zwar einmal von Molton Brown Heavenly Ginger Lily Bath and Shower Gel. Das ist dieses Produkt. Das ist ein Duschgel und ich glaube, das müsste 100 Milliliter haben. Ja, 100 Milliliter. Da riechen wir doch mal dran. Das riecht sehr angenehm. Leicht blumig, aber auch ein bisschen herb tatsächlich. Den Duft mag ich echt gerne. Das gefällt mir. Okay, hätte ich jetzt so nicht erwartet, weil sonst war das immer so, dass wenn ich die Molton Brown Produkte so geduftet habe, gerochen habe, dass ich mir gedacht habe, puh, nicht ganz meine Duftrichtung, ne? Also das war mir dann entweder zu würzig oder so.
Klar, das riecht auch so ein bisschen Unisex-mäßig. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass mein Freund das verwendet oder so. Aber riecht sich gut an, tatsächlich. Ey, da haben wir schon ganz schön viele Produkte. Und hier habe ich jetzt tatsächlich das letzte, glaube ich. Ich gucke schnell, ja. Und das ist ein Samttäschchen, was uns hier erwartet. Und wenn Produkte in einem Samttäschchen daherkommen, wird auch da auf Hochpreisigkeit getippt, oder? Also von meiner Warte aus. Von Christian Berlin oder Christian Berlin. Wieder was aus Berlin. Können sich mit I plus M zusammentun. Und hier haben wir unser drittes Serum. Interessant. Iris Serum 15 ml. Das ist dieses hier. Okay, also das sieht sehr, sehr edel aus. Mit diesem Mattschwarz, dann hast du hier eine Pipette. Tragen Sie das Serum täglich nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf und massieren Sie es sanft in die Haut ein. Ergänzen Sie danach die gewohnte Pflege. Ja, also drei Serien. Ich meine, das macht die Box dann wahrscheinlich auch relativ hochwertig oder hochpreisig. Aber drei Serien? Ich meine, gut, ich benutze pro Monat ungefähr ein Serum auf. Also 3 Monate lang hat man die Box, da macht es auf jeden Fall Sinn. Aber irgendwie 3 Stück fand ich jetzt ein bisschen zu viel, oder? Naja. Also was haben wir jetzt in der Box drin gehabt? Wir hatten sehr viel Pflege mit dabei. Wir hatten ein bisschen ein Lifestyle-Artikel mit dabei. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist die dekorative Kosmetik, um ehrlich zu sein. Aber ansonsten fand ich jetzt die Produkte sehr schön, sehr hochwertig und ich denke, dass auch so diese Winterzeit eher so diese Pflegezeit ist, Spa-Zeit. Vielleicht, doch wir haben eine Maske mit dabei. Ich wollte gerade sagen, eine Maske wäre ganz cool gewesen, aber haben wir ja dabei. Aber die ist ja nichts für mich aufgrund von Peel-Off, ne? Ja, also eigentlich ist es eine ausgewogene Box, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Box mich dieses Mal, diesen Monat so dermaßen krass geflasht hätte, um ehrlich zu sein. Aber ich werde die Produkte testen, ausprobieren und euch in meinen Aufgebrauch-Videos davon berichten. Läuft. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!